Wir sind um. Menschen mit einer Behinderung benötigen in ganz vielen Bereichen Unterstützung, die für uns nicht behinderte Menschen nicht immer sehr sichtbar sind. Sie brauchen Unterstützung, damit sie Zugang haben zu kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Sie brauchen Unterstützung, damit sie auch sich weiterbilden können. Wir müssen ihnen Hindernisse wegräumen und dafür brauchen sie unsere Unterstützung. Also was mir vor allem Spaß macht an der Arbeit mit Ihnen, das ist Ihre Direktheit, mit der ich manchmal auch Mühe habe, aber Sie mit meiner dann ja auch. Und das ist eigentlich auch der Punkt. Für mich ist es ein Arbeiten im Dialog. Ich lerne extrem viel von Ihnen, weil Sie für mich ein Spiegel sind. Ich merke jedes Mal, wenn ich Sie eigentlich unterbrechen möchte, weil ich von meinem Denken her finde, das funktioniert jetzt nicht. Und wenn ich mich aber dazu durchringen kann, Sie laufen zu lassen, Sie spielen zu lassen, dann merke ich ganz, ganz oft, dass es eben doch geht und nur ich das Gefühl habe, es geht nicht, weil ich die falsche Brille aufhabe. All diese Unterstützung, die wir im Freizeitbereich, Bildung, Kultur anbieten dürfen, ist nur möglich durch die große Solidarität unserer Spender und Spenderinnen. Das Ziel ist, durch Integration Berührungsängste abzubauen. Ein Aufzeigen auch, dass es etwas anderes auch noch gibt. Etwas weg, ein bisschen verschoben zur Norm. Weil ich früher einfach zu Hause habe ich so wie Theater gespielt zu Hause. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel zu Hause Theater gespielt. Ich mache immer so am Morgen und Tanz und sonst, sonst tue ich wie so ein bisschen, ich habe in der Schule ein bisschen Theater gespielt. Zum Beispiel mit irgendwie Lachen oder Brüllen oder so. Darum bin ich aufs Theater gekommen, weil ich so gerne einfach da spiele. Ich denke mir immer, auch behinderte Menschen brauchen Tapetenwechsel. Und für behinderte Menschen ist es genauso wichtig, einmal aus dem Alltagstrott, aus dem Heim ausbrechen zu können, um sich wirklich auch neu zu orientieren. Menschen mit einer Behinderung soll auch der Zugang zu Kultur und Bildung ermöglicht werden. Im Sinne einer Wesensbildung sollen sie auch die Möglichkeit haben, sich im Theater, mit den Theatermitteln, sich ausdrücken zu können. Was dann daraus an Selbstvertrauen entsteht, im Theaterspielen, im Einsetzen von ihren Ausdrücken, von ihren Fähigkeiten, dass das, was bei uns sehr sprachlich orientiert ist, eben bei ihnen viel mehr über den Körper läuft, dass sie in dem Gebiet einfach die Sicherheit haben, das dann eben auch im Alltag einzusetzen, da glaube ich, dass Sie sehr große Fortschritte erzielen können, dass Ihnen das sehr viel bringt. Du spielst die Prinzessin? Ja. Und was macht die Prinzessin so? Die spielt eine Band. Eine Prinzessin, die in der Band spielt? So oben in der Bühne. Mit anderen Girls.